Herzlich willkommen zu Teil 38 meiner Reise um die Welt mit dem Microsoft Flight Simulator 2020. Schön, dass du vorbeischaust. Heute starte ich vom Hatton Airstrip. 674 Meter Grasstartbahn, Kürze EGQF. Mal wieder mit einer Cessna. Schön gemacht, wie die Autos da im Hintergrund langfahren. Vögel zwitschern. Ländlicher Flughafen. Namensgeber ist natürlich der Ort Hatton. Über den Ort selber habe ich nichts rausgefunden. Ganz kleines Dörfchen. Nicht mal die Einwohnerzahl habe ich rausfinden können. Einzig Wichtige, da gibt es eine Keksfabrik. Wie üblich natürlich eine kleine Drohnenvorschau vorweg, bevor ich losfliege. Über die wichtigsten Orte in der Umgebung vom Startflugplatz. Viel Landwirtschaft hier. Das ist der Fluss Iten. Vogelschutzgebiet. An der breitesten Stellung ist die Mündung 780 Meter breit. Und hier sind wir dann in Newburgh. Kleines Dorf, 1510 Einwohner. Schon sehr früh gegründet, 1261 nach Christi. Im Zweiten Weltkrieg war es Opfer von Bombenangriffen. Ein Krater kann man da in der Umgebung noch sehen. Gibt hier auch eine zerstörte Burg in der Nähe. Viel Vogelschutzgebiet. Teilweise werden in der Umgebung hier immer noch Minen gefunden aus dem Zweiten Weltkrieg. Das hier ist die A90, die wichtigste Straße in der Umgebung. Und hier sind wir schon in Allen. Ist heute die größte Stadt auf dem Weg, 10.200 Einwohner. Aufgrund der Ölnachfrage in der Nordsee, eines der wichtigsten Vororte für Aberdeen, hat auch einen starken Bevölkerungszuwachs, auch stark steigende Immobilienpreise tatsächlich. Bilder, die hier immer eingeblendet sind, habe ich von Wikipedia. Links sind auch nochmal in der Videobeschreibung. Fußgängerbrücke hier, die ist schon recht alt, von 18. Jahrhundert, wird immer noch benutzt. Denkmalgeschützt. Ist auch eine der wenigen Flüsse hier in der Umgebung, die halt nicht bebaut sind, die den natürlichen Lauf noch haben. Das hier war die Allen Academy, da kommen wir gleich noch zu. Wir rollen los. Wetter bewölkt. Klare Sicht. Flugstrecke heute 22 Kilometer und führt uns nach Whiteraches Farm. Wird im Flugsimulator als Whiteraches Farm Airstrip geführt. Windgeschwindigkeit 5 km/h.
Hab heute ein Video gesehen, der Vergleich zwischen dem ersten Flugsimulator von Microsoft von 82 bis heute. Also die Unterschiede sind schon gravierend. Der letzte Flugsimulator, der wurde 16 Jahre lang. Hat es gedauert, bis das nächste Teil rauskam, der nächste Teil. Mal gucken, wie lange sich dieser hält. Grafisch ist ja in meinen Augen nicht mehr so ganz viel noch zu verbessern. Sieht klasse aus mit dem Fluss da im Hintergrund, ne? Nicht alle 1:1, aber ich sag mal, das wird aus dem Weltraum. Werden die Karten da aufgenommen. Und dann mit einer künstlichen Intelligenz die Häuser damit auch reingesetzt. Teilweise auch von Hand überarbeitet, aber im Großen und Ganzen. Da sieht man so richtig, wie der Fluss sich hier lang schlängelt. Drei Schwalbenarten hier, auch die Brüten teilweise bis zu 5% der gesamten Population in ganz Schottland. Vorne links Newburgh wieder zu sehen. Und auf der rechten Seite Allen. Ja, Allen, da wollte ich nochmal zukommen zu der Academy. 1068 Schüler und 89 Lehrer. Gewann mehrere Preise. Scottish Executive Education Award in der Kategorie Schools for All 2008 und 2011. Green Flag der Ökoschulen ausgezeichnet. Hält den Rekord für die längste Sandburg. Da gab es auch noch einen zweiten Rekord. Für den größten Superman-Tanz, was immer das auch ist. Ja, und auch interessant. Evie Burnett, geboren 68, Gesangstrainerin von The X Factor Britain's Got Talent, ist hier zur Schule gegangen. Der Hauptbibliothekar John Murdoch wurde bei den Scottish Education Awards in Glasgow zum Bildungsförderer des Jahres 2013 ernannt. Also tatsächlich so das Interessanteste, was ich hier in der Gegend rausgefunden habe, das ist diese Schule. Ja, das kommt halt vor, ne? Viel flaches Land hier. Ist halt ein Vorort von Aberdeen. Ich habe ja im letzten Teil angesprochen, eigentlich ist Aberdeen heute das Ziel. Da habe ich mich vertan. Es wird nicht lange dauern, bis wir da sind. Ich freue mich auch schon auf Aberdeen, weil das ist die erste größere Stadt, die ich jetzt auf meiner Reise hier befliegen werde. Bin schon neugierig, wie es aussieht. Falls du hier Tipps hast, wie ich meine Videos noch verbessern könnte oder Anregungen, auch vom Kanal her. Also ich habe immer ein offenes Ohr hier. Würde mich sehr freuen, wenn er hier so ein bisschen mitmacht. Wir befinden uns im Landeanflug. Mal gucken, ob ich am Ende meiner Weltreise auch eine gute Pilotin hier geworden bin. Ich lasse mich ja mal überraschen. Hab das Gefühl, dass meine Landungen schon besser werden. Schön gemacht auch die Flugzeuge von innen. Mir persönlich gefallen ja diese analogen Instrumente besser. Im Flugzeug. Mit diesen Rundinstrumenten. Ich bin halt auch so ein bisschen oldschool. 70er Baujahr. Landebahn deutlich zu erkennen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Verpasst auf keinen Fall den nächsten Teil. Ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.